Ich wollte ein neues Format einführen, und zwar schreibt mal in die Kommentare die Fragen zu dem Video, ja, das mit am meisten Likes und so weiter, beantworte ich im nächsten Video. Das heißt, machen wir es mal rückführend zum letzten, vorletzten Video. Dieses Kraut erhöht deine Testosterongehalt, deine Libido um 300%, verlinke ich euch hier einmal oben das Video, beziehungsweise das Thumbnail. Da geht es um ein bestimmtes rattiges Ziegenkraut, ja, und warum ich es nicht darunter verlinkt habe, auch wenn ich 1000 Euro damit verdient hätte, wenn ich irgendwas darunter verlinkt, ist, weil es geht da um den Wirkstoff Icarin, nicht um das Kraut, ja, um das Icarin. Und das Icarin, 98%, was auch in den Studien verwendet worden ist, kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro das Kilogramm, okay? Deswegen ist ganz wichtig, es geht immer um die Wirkstoffe. Des Weiteren, deshalb bringt es euch nichts, wenn ihr es so gesehen kaufen wollt. Davor wollte ich euch einfach nur schützen. Wir können aber dieses Produkt schon liposomal machen, ja, bei Vitasomal dementsprechend. Kommt am besten dazu in die Gruppe, auf der Facebook-Gruppe Vitasomal, eure liposomale Revolution, blende ich hier einmal unten ein. Da gibt es immer Abstimmungen, welches Produkt liposomal gemacht werden soll, ja, dementsprechend, und welches als nächstes kommt und welches ihr testen wollt und solche Sachen. Da könnt ihr euch einbringen, ja, ganz wichtig. Deshalb kommt da rein und da erfahrt auch immer, was die neuesten Produkte von Vitasomal sein werden und so weiter, von meiner eigenen Produktlinie und so weiter und so fort. So, nochmal zur Bananenschale ganz kurz. Also, Bakterien, es gibt nichts Interbakterielleres als H2O2 oder Ozonwasser. Da diese Bananen eintauchen, die Bananenschale, 15 Minuten, danach rausholen, abwaschen, danach mit Natron, ja, Natriumhydrogencarbonat, ja, ebenfalls einweichen, und dann sind 99,99% der Pestizide, Rückstände und so weiter frei, und dann könnt ihr die Bananenschale zu euch nehmen als Superfood dementsprechend, okay? Jetzt starten wir mit dem Video. Kennst du eigentlich schon meine eigene Nahrungsergänzungsmittel? Zum Beispiel Vitamin C, OPC. Das Besondere an diesen Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es eine 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Mehr auf vitasomal.de. Wir sehen uns. Wie wichtig es ist, wirklich immer diese reinen Extrakte zu nehmen, ja, nicht diese ganze Pflanze, zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar ist es so, dass viele konzentrierte Gifte in der Welt, wie ich sie jetzt momentan lebe, auf mich wirken. Also wehre ich mich mit konzentrierten Pflanzenstoffen dagegen, ja, ganz wichtig, so. Und zwar wurde dieser Stoff, von dem ich jetzt gleich rede, ja, und das ist Sophora flavescens, das ist die, ja, die Pflanze, das ist eine Schmetterlingsblütler, und davon die Wurzel. So, und da gibt es einen bestimmten Wirkstoff, das heißt Matrin, von dem reden wir jetzt wieder. So, ich bewege mich momentan wirklich in Kreisen, wo ich ganz klar gucke, sekundäre Pflanzenstoffe, welche sind am aller potentesten, weil hier in Deutschland, wir sind wirklich 25 Jahre zurück, das sage ich euch wirklich. Deshalb, ich präsentiere euch jetzt wieder einen Wirkstoff, der wahrscheinlich erst in 25 Jahren bei RTL und bei Focus stehen wird, dass er so krass wirkt auf das und das und das, ja. Traurig, auf jeden Fall so. Wie gesagt, in der Facebook-Gruppe könnt ihr diesen auch vorschlagen und so weiter, könnte ich mir auch überlegen, dies, das, jenes. So, wichtig ist, wenn wir das vergleichen, auf die Serotonin-Konzentration bei Tieren gemessen, ja, wenn wir die Pflanze den geben, ja, oder wenn wir dementsprechend den Wirkstoff den geben, also den wirklich das Pflanzenextrakt. So, dann sehen wir zum Beispiel, dass bei 800 Milligramm pro Kilo im Körpergewicht, ja, die Serotonin-Konzentration sich so gut wie gar nicht bewegt hat. Es tut sich nichts, ja. Serotonin ist ein Hormon, kennen wir, Schlafhormon, Tag-Nacht-Rhythmus, ne? Davon musst du genug haben, damit du gut schlafen kannst, ganz platt gesagt. Tut sich wirklich gar nichts bei 800 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir jetzt nur 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nehmen von diesem eigentlichen Wirkstoff, dann sehen wir anscheinend schon eine Verdreifachung des Hormons. Ja? So, das heißt 8 mal weniger gleich eine Verdreifachung. Wenn wir das multiplizieren, 8 mal 3, haben wir 24 mal stärker ist dieser Wirkstoff als das eigentliche Kraut. Jetzt versteht ihr, was ich meine, warum es so wichtig ist, von diesen Wirkstoffen immer zu reden. Ja? So, jetzt zeige ich euch mal, wie potent das überhaupt ist. Es ist wahrscheinlich einer der potentesten Stoffe, den ich jetzt vorgestellt habe dieses Jahr. Und es ist wirklich traurig genug, dass darin einfach nicht weiter geforscht wird. Ich gebe hier keine Empfehlungen, was du machen sollst, was du kaufen sollst, wenn du das und das hast oder sonst was. Überhaupt nicht. Ich werde auch nie irgendwas hier darunter verlinken oder sonst was. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich Ansatzpunkte für die Forschung zeigen will und ich zeigen möchte, wie ignorant bestimmte Organisationen sind, weil die Forschung schon viel, viel weiter ist, um den Menschen zu helfen. Und das einfach ignoriert wird. Und das decke ich hier auf einfach. Ja, und dafür brauche ich natürlich auch eure Hilfe. Ja. Aber anscheinend ist wohl interessanter, welches Auto sich gekauft wurde, welches Haus sich gekauft wurde, die 10 dümmsten Sportler oder sonst was, die in den Trends kommen bei YouTube, anstatt wirklich Sachen, wo Menschen geholfen wird. Ja, deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben, über das Teilen, Kommentieren und solche Sachen.
damit wirklich Ansatzpunkte geschaffen werden, um Menschen hier zu helfen. Also guck mal, MCF7, ja, das ist eine Michigan Cancer Foundation 7. Das sind Krebszelllinien, die aus Menschen gezüchtet worden sind, die nicht zu unterscheiden sind von in dem Körper die Krebszellen, ja. Es ist wirklich so herangezüchtet worden, ja, das ist auch schon mehrfach tausendfach in Studien bewiesen und so weiter. So, wenn wir diese jetzt versehen, ja, mit dem Matrin, dann sehen wir 90% Zellwachstumsstopp. 90%, das musst du dir mal vorstellen. Jetzt ist man weiterhin und hat gesagt, okay, was ist denn eigentlich mit Metastasen? Ja, wenn es das Ganze schon metastasiert, verändern sich die Zellen ja nochmal, ja. Anscheinend wurde das auch getestet und mit einer Wahrscheinlichkeit, also Zellwachstumsstopp von 80% durch dieses Mittel. Bei bereits nur 2 Milligramm. Wenn man jetzt weiter treiben würde, würde es irgendwann Richtung 100 gehen, ja. Wenn wir das mal die Apoptoserate, das heißt den Vorgang, der programmierte Zelltod, das heißt du zwingst die Krebszellen sich selbst zu zerstören und die restlichen Fragmente dem Körper wieder zurück zur Verfügung zu stellen, kennen für gute Sachen halt, ne? Zur Wiederverwertung, zum Recycling. Dazu zwingst du die Zellen zur Apoptose. Ist anscheinend 9-fach erhöht, wenn Matrin verzehrt wurde, gegeben wurde. Das Tumorvolumen, ja, sehen wir hier nach 14 Tagen 1900 Quadratmillimeter. Wenn Matrin gegeben wurde, nur 400. Ja. Das heißt, fast 5-fach so klein der Tumor. Jetzt sagt mir, wen interessiert's denn nicht? Wen juckt's nicht? Wen juckt's? Es ist wirklich ein Allrounder, ja. Wenn wir zum Beispiel ansehen, Herzrhythmusstörungen, ja, da gibt's einen bestimmten Stoff, ja, Strophantin, ja, auch aus dem Urbain gewonnen. Das ist ein Wirkstoff aus dem Windengewächse, ja. Das wird ebenfalls aus einer Pflanze extrahiert und der ist anscheinend verantwortlich für Sauerstoffanreicherung, ja, bei Herzinsuffizienzen. Der blöde Nebenwirkung ist davon, dass es zu Herzrhythmusstörungen dabei kommt, bei diesem Pflanzenextrakt. So, das hat man aber dann dementsprechend gewählt, um Herzrhythmusstörungen bei Säugetieren zu induzieren. Und was letztendlich daraus herausgekommen ist, dass wenn die Kontrollgruppe, und hier sehen wir die Urbain-Gruppe, dementsprechend erhöht in Millisekunden gerechnete Herzrhythmusstörungen. Und wenn wir da jetzt Matrin hinzugeben, dann handelt es sich wirklich später um gar keine Herzrhythmusstörung mehr. Genauso wie in der Kontrollgruppe, die überhaupt gar nichts bekommen hat. Wie heftig ist das einfach, ja? Wie heftig kann man die ganzen Nebenwirkungen komplett negieren und es wirksam machen, sozusagen sekundäre Pflanzenstoffe und dem Herzen damit helfen? Jetzt geht es aber wirklich ans Eingemachte. Jetzt müssen wir kommen auf was ganz, 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 ganz Krasses, was ich jetzt aufdecken werde. Also, Chemotherapie kennen wir alle. Ja, da wird dir Cis-Platin, also Platin, dementsprechend Cis ist nur die Konfiguration der Wasserstoffatome, wie sie sich, hier kennt ihr Trans- und Cis-Konfiguration, kennt ihr vielleicht bei Fettsäuren dementsprechend, ja. Cis ist immer zusammen, Trans ist immer gegenüber. Kann ich anders mal erklären. So, auf jeden Fall geht es hier um Platin, ja. So, und anscheinend, was dir keiner sagt, und auch leider die Ärzte dir nicht sagen, ist, dass deine Zellen Resistenzen bilden gegen Cis-Platin, gerade die Krebszellen. Warum machen sie das? Weil sie wollen daran nicht sterben, deine körpereigenen Zellen auch nicht. Und wie machen sie das? Sie erhöhen sozusagen die Beta-Catenin-Konzentration, das sind bestimmte Rezeptoren, worunter deine Zellen kommunizieren und wie sie sozusagen Schutzmechanismen untereinander austauschen können, jetzt ganz platt gesagt. Und je mehrere davon da sind, desto besser können sie kommunizieren und desto besser können sie dem Cisplatin wieder ausweichen. Und das sehen wir zum Beispiel auch hier, dass sich später deine Zellen, ja, und die Zellen, die mit Cisplatin behandelt worden sind, sich nicht mehr unterscheiden können. In einem Verhaltensmuster Chemotherapie oder Nicht-Chemotherapie. Sie verhalten sich später fast identisch. Das heißt, die Chemotherapie wird irgendwann unwirksam. Also nach, Sie müssen hier nach 32 dann dementsprechend, ja. So, und das Ganze können wir aber auch so machen, wenn wir, dann wurde dementsprechend gemessen und hier sehen wir ganz klar, die Beta-Catenin-Konzentration stieg an, wenn Cisplatin lange gegeben worden ist. Sehen wir zum Beispiel hier an den Ausschweitungen. Daran ist nichts, wirklich gar nichts zu rütteln, ja. Wurde bei beiden Krebszelllinien getestet, das sind Lungenkrebszelllinien, ja, 549 und H40, tut mir leid, Lungenkrebszelllinien, so. Und was der Pharmaindustrie schon lange auf den Weg gegeben worden ist, dass anscheinend Matrin genau das verhindert, dass die Chemotherapie irgendwann unwirksam wird auf die Krebszelllinien. Und das sehen wir hier, indem die Resistenzen, beziehungsweise die Beta-Catenine, wieder unterdrückt werden von den Krebszelllinien und die Chemotherapie trotzdem weiter so wirken kann. Es steht gar nicht zur Debatte, ob Chemotherapie gut, schlecht oder sonst irgendwas ist. Hier geht es nur darum, dass man das, was von der
Pharmaindustrie, was von den Ärzten und so weiter so gepriesen wird, wirksamer wieder machen kann. Nur darum geht es, wirklich wirksamer machen kann gegen Krebszelllinien. Nur darum geht es, ja, und das tut es hier. Und zwar sehen wir hier, dass die Beta-Catenin-Aktivität, ja, das heißt die Signalwegausarbeitung dieser eigenen Zellen, unterbunden wird bzw. zurückgebildet wird, bis zu 70% sehen wir hier in der Abbildung, ja. Das muss ich dir mal vorstellen, bis zu 70%, ja, und das sehen wir jetzt, und dann wurde weiter getestet. Okay, das haben wir jetzt alles gemerkt, aber jetzt wurde man kausal gesagt, okay, hat das auch wirklich damit zu tun, dass die Chemotherapie jetzt wieder besser wirkt? Und jetzt schaut euch mal fest. Also, Abbildung A wieder, ja, hier geht es wieder um Apoptose, das heißt wieder, man zwingt die Krebszellen, sich selbst zu töten, ja, Abbildung A. Und anscheinend tut dies, wenn Matrin hingegeben wird mit der Chemotherapie, dies 7-mal so viel. 7-mal, aber... Wen juckt? Denn in Abbildung B wurde dann getestet, das Membranpotenzial der Krebszellen von den Mitochondrien, das heißt die Kraftwerke der Zellen, anscheinend auch 2,5-fach so wenig ausgeprägt. Das heißt, der Energiestoffwechsel um 2,5-fach gedämpft. Aber des Weiteren wurden auch Enzyme gemessen, zum Beispiel die Caspasen, also Caspase 6 und Caspase 9, das sind die letztendlich die dann, diese Enzyme, die den Apoptose, das heißt den programmierten Zelltod bei den Krebszellen dann dementsprechend induzieren. Und auch hier sehen wir anscheinend bis zu 6-fach erhöht. Ja? Aber ganz ehrlich, bin juckt. Und das ist eben das Traurige, das ist wirklich, ja. Also summa summarum kann man sagen, juckt eigentlich niemanden. Und das ist das Krasse, finde ich, dass so etwas nicht herausgetragen wird, dass wir schon viel, viel weiter sind von der Forschung, aber es wirklich keinen juckt. Und das tut, da tut mein Herz wirklich weh, dass diese Ignoranz, dass Menschen immer noch sterben müssen, dass Menschen immer noch... Was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich hoffe, irgendjemand sieht's und handelt und nimmt das als Ansatzpunkt dementsprechend, ja, was ich hier liefere. Weil anscheinend 80 Millionen Menschen irgendwie in Deutschland kriegen's nicht geschissen oder was, ich weiß es nicht, ja. Solche Ansatzpunkte irgendwie zu liefern für die Forschung, dass die letztendlich da mal wirklich wach sind, weil das sind Fakten, das ist, ich denke mir hier nichts aus oder so, ja. Das ist so, ja, das wurde so gemessen. Das wurde so präsentiert, der Pharmaindustrie schon, ja? Und es wurde abgelehnt. Wie kann das sein? Warum passiert sowas, ja? Das darf nicht passieren. Und es ist einfach fürchterlich. Deswegen, ich hoffe, dass, wie gesagt, mein Kanal nicht weiter runterreguliert wird von YouTube, wie was momentan leider passiert. Wenn ihr meine letzten 8-9 Videos mal anguckt, ja, und davor die Zuschauerzahlen, ja, offensichtlich wird mein Kanal nicht mehr empfohlen. Ja, also ich weiß nicht, was gerade passiert, so finde ich sehr, sehr heftig. Okay, ich laber schon wieder viel zu viel, weil wen juckt's, ne? Schade. Ich hoffe, euch juckt's und ich hoffe, ihr helft mir dabei, diese positive Message zu verbreiten, dass es anscheinend doch Lichtblicke da gibt in der Forschung, die schon viel, viel weiter ist. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen über das Teilen, Kommentieren und so weiter. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Komm, Uwe, wir gehen Eis essen.